So, heute wenden wir uns einem schwierigen Thema zu, das vor allen Dingen Leute, die eine Facharbeit schreiben, kennenlernen. Oder auch Studenten zum Beispiel. Es geht um schwierige Texte der Fachliteratur. Wie geht man damit am besten um, wenn man das Gefühl hat, ich verstehe überhaupt nichts? Und wir ziehen das an einem Beispiel mal durch. Und zwar haben wir einen Wikipedia-Artikel, der durchaus sehr fachwissenschaftlich angehaucht ist, vom Sprachlichen her. Und da geht es um eine Sprachdynamik-Theorie. Dazu muss man wissen, das kann man auch am Anfangsartikel sehen. Damit ist Sprachwandel gemeint. Und dann ist die Frage, was ist das Besondere dieser Theorie? Vielleicht ganz kurz erstmal zu dem Problem. Schüler kennen das, ne? Die bekommen Texte und die sind an sich schon eine Herausforderung. Schwierig wird das, wenn sie lang sind, wenn sie Fremdwörter enthalten oder, und das ist unser Thema heute vor allen Dingen, komplizierte Gedankengänge, wie das halt in der Wissenschaft leider so ist. Dabei darf man nie vergessen, Schulbücher bewahren eigentlich Schüler vor dem Schlimmsten. Das Schlimmste in Anführungsstrichen natürlich, wenn es um Verständlichkeit geht, gibt es nämlich im wirklichen Leben und vor allem, wie schon angedeutet, in der Wissenschaft. Und darum wollen wir vor allen Dingen Facharbeitsschreibern, die probieren ja schon mal ein bisschen Wissenschaft, oder auch Studierende dabei unterstützen. Das hier ist der Auszug aus einem Wikipedia-Artikel der etwas härteren Art, haben wir es genannt. Das muss man jetzt hier nicht lesen können, nur dann sieht man den Originalzustand und wir werden damit gleich einiges machen, um es dann entsprechend gut verstehen zu können. So. In die Informationen bringen wir natürlich den genauen Link da rein, sodass jeder das selbst mal nachvollziehen kann. Und das Erste, was man im Prinzip macht, man zerlegt das Ganze. Meistens geht es darum um Sätze, Satzteile, kurze Abschnitte. Jürgen Erich Schmidt und Joachim Hergen unterscheiden in ihrer 2011 erschienenen Sprachdynamiktheorie zwischen drei Synchronisierungsakten der Mikro-, Meso- und Makrosynchronisierung, nach denen sprachdynamische Prozesse ablaufen. So, das muss man sich jetzt ein bisschen klar machen. Es gibt da zwei Leute, die haben 2011 eine Theorie rausgebracht, Sprachdynamik, Sprachwandel, und die unterscheiden zwischen drei Synchronisierungsakten. Aber das erste Problem, niemand von uns, wir wussten das am Anfang auch nicht so genau, was damit gemeint war. Was sind Synchronisierungsakte? Bei Mikro, Meso und Makro, naja, da werden wir wohl hinterher ein bisschen was erfahren. Aber das sind schwierige Dinge. Dann, nach denen sprachdynamische Prozesse ablaufen, damit ist Sprachwandel gemeint. Das versteht man dann sehr schnell, wenn man sich da ein bisschen eingelesen hat. Das heißt also, man macht das immer so, dass man das Bekannte hier sich erstmal nimmt und das Unbekannte entweder nachschlägt, das kann man tun, oder auch etwas zurückstellt, zum Beispiel, weil das dann häufig im Text, wie wir gleich sehen werden, selbst erklärt wird. Der Terminus, der Begriff der Synchronisierung, ist dabei als Gegenbegriff zur linguistischen Synchronie zu begreifen. Aha, Synchronisierung unterscheiden die von Synchronie. Synchronie heißt gleichzeitig nebeneinander stehen. Synchronisierung, ne, ist ein Vorgang, bei dem Dinge angeglichen werden, da letztere statische Zustände beschreibt. Die Synchronie. Aha, und das gefällt Ihnen wohl nicht. Dass da Dinge einfach nur nebeneinander stehen, statisch, die werden beschrieben und Sie interessieren sich vor allen Dingen für den Prozess, ne? Was läuft denn zwischen diesen beiden Zuständen ab? Und Sie sind dagegen, dass man einen prozessunabhängigen Sprung von einem Sprachzustand zu einem anderen voraussetzt. Das Statische, das wollen Sie nicht. Und Sie sagen einfach, wenn man das macht, da haben wir den Sprachzustand A, da und B, und die stehen so nebeneinander. Das entspricht ja überhaupt nicht dem hochgradig dynamischen System von Sprache, weil da man so zugrunde liegende Gesetze natürlich terminologisch, halt begrifflich, nicht zu beschreiben imstande ist. Ganz klar. Wenn man sich nicht um die Übergänge dafür interessiert, zwischen dem einen Zustand und dem anderen, dann kann man natürlich die Gesetze da auch nicht begreifen. Wir haben natürlich jetzt den Text uns schon etwas genauer angeguckt, aber ich glaube, dass jetzt nachvollziehbar wird, wie wir das gemacht haben. Wir haben Bekanntes, wir haben Unbekanntes und entweder nachschlagen oder aber feststellen, hier wird es ja beschrieben. Dann. Es geht also um Sprachwandel und zwar Synchronisierungsakte, verschiedene Varianten. Jetzt haben wir den Teil hier schon beschrieben. Das wollten wir jetzt eigentlich auf dieser Seite erst machen. Das können wir also jetzt ein bisschen abkürzen, indem wir jetzt eben sagen, dies, was wir erstmal offen gelassen haben, Synchronisierungsakte.
Das wurde ja hier beschrieben. Akte wissen wir noch nicht so genau, was das ist. Ne? Da muss man eventuell auch mal nachschlagen. Das wäre auch ein Beispiel. Das sollten wir hinzunehmen. Sprache, wenn es da um sogenannte Sprechakte geht, dann ist da gemeint, dass da etwas geschieht, auch gleichzeitig mit dem Sprechen. Und diesen Teil hier unten haben wir ja eben schon beschrieben. Wem das alles zu schnell geht, keine Sorge. Wir haben dazu eine Webseite gemacht, auf der man das alles in Ruhe nochmal nachlesen kann. Wir wollen das Ganze hier nur vorstellen und stellen also fest, ne, wir sehen einen Gegensatz zwischen Synchronisierung, das wollen diese Leute hier, und dieser statischen Synchronie, Dinge nebeneinander nur stehen. Sie sind für den Prozess und nicht so sehr für den Sprung von einem zum anderen, weil Sprache eben dynamisch ist und darum ist die Synchronisierung ihrer Meinung nach besser, weil sie auch mehr beschreiben kann. Das wird jetzt immer einfacher hier, denn jetzt wiederholt sich das eigentlich schon. Ne? Mit der Einführung des Synchronisierungsbegriffs sollte besonders die zeitliche Dimension berücksichtigt werden. So. Als jetzt mal ein bisschen nachschlagen vielleicht, ne, das schreiben wir mal hier dazu. Das sind so typische Sachen, die man nachschlagen muss. Was ist konstitutiv? Konstitutiv ist etwas, was unbedingt dazugehört. Die Sache bildet gewissermaßen. Das Mauerwerk eines Hauses, die Wände eines Hauses sind konstitutiv. Naja, nicht für jedes Haus, aber ein Dach sollte da sein. Es gibt ja auch Häuser in der Südsee, ne, die also offen sind, wo der Wind durch kann. Also sagen wir mal, das Dach wäre also konstitutiv für ein Haus, dass man da dann wohnen kann. Obligatorisch, verpflichtend, man merkt auch, beides wiederholt sich ja eigentlich so ein bisschen. Und sprachliche Interaktion, damit ist eben gemeint, indem Menschen miteinander sprachlich handeln. Wir haben uns ein schönes Beispiel durch den Kopf gehen lassen vom Traualtar meinetwegen. Ne? Willst du sie heiraten oder ihn, je nachdem. Und dieses Ja ist dann eine echte Interaktion. Wir werden dann auch feststellen, das muss man auch nachschlagen. Kurzzeit später heißt es nämlich, ne, da geht es um den Abgleich, übrigens ein Rechtschreibfehler, sogar in Wikipedia hatten es auch ein bisschen verwirrt am Anfang, einem Performanceakt. Da mussten wir auch nachschlagen, was ist performativ und das ist sprachlich handelnd. Also genau das, was die Braut und der Bräutigam am Traualtar machen. Und was passiert da? Natürlich in solchen Performanceakten, wenn beide einen unterschiedlichen Stand haben, dann gibt es Kompetenzdifferenzen. Ja, der eine kennt in der Jugendsprache, ne, schon ein neues Wort, der andere noch nicht. Sprachkompetenz heißt das ja. Und die werden abgeglichen. Ja, und dann passiert etwas, ne, zwischen den beiden Sprechern. Und dabei passiert etwas, nämlich die Modifizierung oder Stabilisierung des eigenen individuellen Sprachverhaltens. Ja, das haben ja früher Eltern erlebt, die mit Jugendsprache konfrontiert wurden. Was heißt das denn? Und dann wurde ihr eigenes Sprachverhalten modifiziert. Und manchmal haben Eltern ja auch das dann übernommen, was dann die Jugendlichen nicht immer so gut fanden. Und zwar innerhalb einer Kommunikationssituation, wegen, ne, die gemeinsam am Frühstückstisch zum Beispiel sitzen. Den Rest können wir jetzt relativ schnell machen. Jetzt kommen die bei drei verschiedenen Varianten. Wir stellen das jetzt hier nur kurz vor. Mikrosynchronisierung ist eine Einzelaktion. Ja, also genau, wenn einer ein neues Wort verwendet und sein Freund fragt ihn, was heißt das überhaupt? Dann passiert genau diese Synchronisierung von solchen Kompetenzdifferenzen in diesem Sprechakt, wenn die miteinander sprechen. Und man kann schon ahnen, was passiert. Eine Mesosynchronisierung, man sieht hier, das sind also starke Begriffe, aber eigentlich kennt man das alles, wenn man Jugendsprache gemacht hat. Wenn da ein neues Wort auftaucht, dann muss das über einen längeren Zeitraum innerhalb von bestimmten Gruppen sein. Das sind Peer Groups, sind Freundesgruppe, Ehe, Familienleben. In einer Familie gibt es das entsprechend. Wir haben uns an so ein Beispiel hier mal ausgedacht. Wenn in einem Freundeskreis, ne, einer immer zu spät kommt, weil er vergessen hat zu tanken, dann hat er ein Tankproblem. Aber wenn ein anderer dann unter Umständen, ne, vergessen hat, hier irgendwas zu besorgen, die Würstchen zum Grillen meinetwegen, ne, dann heißt es plötzlich, ja, das ist auch ein Tankproblem und alle wissen Bescheid, ja, weil das hier in dieser Gruppe funktioniert. Und Makrosynchronisierung sind dann sehr lange Zeiträume. Es gibt eine gemeinsame Norm. Mit Norm ist ja Normalität des Sprechens gemeint. Und es muss kein persönlicher Kontakt da sein. Das gilt zum Beispiel durchaus für die Jugendsprache, ne? Die unter Umständen in Berlin genauso funktioniert wie im Ruhrgebiet oder in Bayern.
Es werden dann hier Beispiele noch genannt, ne, auf die müssen wir im Einzelnen nicht eingehen. Lutherbibel, dann die Kodifizierung der Schriftsprache. Wie ist denn unsere Dudensprache heute entstanden? Und da läuft das ja auch immer so ab, dass ein neues Wort wird zum ersten Mal verwendet. Dann verwenden es immer mehr Leute und irgendwann ist es in der gesamten Sprachgemeinschaft da und wird dann eben aufgenommen. Und dann gibt es sowas wie präskriptive Normierung, muss man nachgucken, was das ist. Normierung heißt immer, eine Sache gilt als normal, aber präskriptiv bedeutet, dass es eben vorgeschrieben wird. Und das war ja zum Beispiel bei der Rechtschreibreform so, das können wir auch mal hier dazu schreiben. Das war ja typisch für die Rechtschreibreform. Normalerweise entwickelt sich ja eine Norm ganz von selbst in einer Sprachgemeinschaft und hier wurde das von oben vorgegeben. Der letzte Punkt, der uns noch Schwierigkeiten machte, da war die Rede davon, dass bei diesem Prozess des Sprachwandels es Rückkopplungseffekte geben kann, die modifizierend oder stabilisierend auf das jeweilige individuelle Sprachverhalten sich einwirken kann. Das kann eben sein, wenn zum ersten Mal also ein Lehrer zum Schulleiter dann geht, vor vielen, vielen Jahren natürlich, heute verstehen die das und durchaus sagen, boah, das war eine geile Feier gestern. Dann haben früher so Leute etwas mit der Stirn gerunzelt und dann hat man gemerkt, oh, in der Situation ist das nicht angemessen. Das sind dann so Rückkopplungseffekte. Das koppelt dann zurück und der andere weiß dann Bescheid, das geht hier und geht nicht. So, dann die Auswertung des Ganzen. Insgesamt hatten wir den Eindruck, das gilt für viele wissenschaftliche Texte, die sind unnötig kompliziert, vor allen Dingen verzichten sie auf Veranschaulichung, wie wir es ja gemacht haben. Was ist so ein Sprechakt, wenn die Braut eben dann doch nicht Ja sagt oder der Bräutigam vor dem Traualtar? Da ist die Hölle los, dann natürlich. So, und manchmal reicht eben ein Wort oder ein Satz nicht, man braucht da so eine Erklärung und das geschieht in wissenschaftlichen Texten häufig nicht. Dann geht es darum, dass man nicht nur Stufen sieht, sondern Übergänge. Aber das war uns eigentlich immer klar. Jugendsprache kennt man das. Jemand hat einen Einfall, das wird übernommen in der Gruppe und dann wird es hinterher zur allgemeinen Norm im Sinne von Normalität. Und was kann man an dem Beispiel jetzt lernen? Also einmal sich nicht erschrecken lassen. Also wir haben jetzt gezeigt, den Text haben wir am Anfang auch nicht ganz verstanden. Wir haben ihn dann zerlegt, wir haben Verständnisinseln aufgebaut und haben dann nach und nach geguckt, was erklärt sich durch eine andere Stelle und so weiter. Manchmal muss man nachschlagen, das geht natürlich auch. Das sind die Punkte hier, die Hilfe sein können. Text vor allem, die sich auch selbst erklären lassen. Und am Ende sollte man sich eine kleine Mindmap machen und wir haben das dann eben so gemacht. Synchronie, das ist diese verschiedenen statischen Zustände, die Leute nicht so gut finden. Sie wollen lieber Synchronisierung in diesem sprachdynamischen Modell, eben den Übergang von Veränderungen sehen und diesen Ausgleich von Kompetenzdifferenzen. Der eine spricht anders als der andere im sprachlichen Handeln und dabei gibt es drei Stufen. Es kann einen Einzelfall betreffen, es kann sich in der Gruppe, Meso-Gruppe und Makro in der ganzen Sprachgemeinschaft. Die Einzelheiten muss man jetzt nicht alle sich merken, das ist ja hier ein sprachliches Thema. Das Entscheidende ist, dass man sich diese Dinge hier klar macht, ne? Wie kann man auch einen eigenen Text in einem ganz anderen Bereich dann eben verstehen. Wie immer legen wir das Ganze hier ab auf dieser Seite hier, die wir bei den Infos da unter ablegen. Und dort auch eventuell Aktualisierungen, Ergänzungen, da findet man auch noch einiges genauer dargestellt, was wir nur kurz vorgestellt haben. Und wir würden uns freuen, wenn ihr unseren Kanal schnell durchblicken abonniert, denn es kann sein, dass wir demnächst mal noch wieder einen anderen Text bringen und dann zum Beispiel auf diese Dinge wieder zurückgreifen. Auf jeden Fall wünschen wir euch viel Erfolg.